Meine Frau fährt einen F30. Nein, ein F31 ist ein Touring und da funktioniert die Klimaanlage nicht. Habe ich da Computer reingeschmissen und der sagt, die Magnetkupplung vom Klimakompressor funktioniert nicht. Magnetkupplung, das Teil hier mit dem, da läuft der Rippenrüben drüber. Hier ist die Kupplung drin. Habe ich mir einen Kompressor ersteigert für 36 Euro. Wahnsinnspreis, keine Ahnung, warum die so billig sind. Auf jeden Fall sieht das Ding richtig krass gut aus. Ich werde aber nur die Kupplung wechseln, nachdem ich den ganzen Kladderadatsch da vorne abgebaut habe, was im Motorraum da drin ist. Ich kann hier den Stecker abmachen und dann das Kabel da rausfriemeln und dann brauche ich bloß vorne die gesamte Kupplung wechseln und nicht den ganzen Kompressor durchtauschen mit Kühlflüssigkeit und den ganzen Kram. Und dann sollte das wieder funktionieren. Wenn das Ding im Auto ist, der Kompressor, muss ich die Scheibe ja wieder aufkriegen, nachdem ich die alte abgezogen habe. Kann ich den Steck mit der Hand draufsetzen. Und dann brauche ich was zum Reinziehen. So, wie ihr gesehen habt, Klimakompressor dreht sich mit und die Scheiben sind auch schon am Vereisen. Also hier wird es wieder richtig kalt.